Was in diesem Video passiert. Weißt du, was der gesagt hat? Was hat er denn gesagt? Ha? Komm, sag's mir. Dass ich dich einfach vergessen sollte. Nein, 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 nein. Yo, Leute. Was geht? Flakes hier. Leute, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Was spielt Zeno für ein falsches Spiel? Habt ihr irgendwelche Tipps für mich? Wenn ja, schreibt ihr mir unbedingt in die Kommentare. Vielleicht habt ihr ja eine Ahnung, weil ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Lasst unbedingt ein Like da und ein Abo, denn so supportet ihr mich am meisten. Und schaut unbedingt das ganze Video an, denn vielleicht versteht ihr, was Zeno vorhat. Und tragt auf Ehre meinen Creator-Code Flakes im Itemshop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Hello, hello, hello. Hi, Zeno, wo willst du landen? Liebesinsel wie immer. Ach so, Liebesinsel wie immer. Aber darf man nicht eigentlich nur bei der Liebesinsel landen, wenn man sich auch wirklich liebt? Oha, dein Ernst, Flakes? Ja, ich weiß ja nicht, was für dich Liebesinsel bedeutet. Guck mal, da sind sogar zwei Gegner. Ich will mal sehen, ob wir die hops nehmen. Weil wenn unsere Liebe stark genug ist, dann werden wir das schaffen. Okay? Ja, okay. Okay, wenn du meinst. Aber du bist irgendwie heute komisch drauf. Ist alles okay bei dir? Also, ich hab einen. Ja, jetzt lass mich hier erstmal konzentrieren. Ich komm zu dir, bevor du hier noch stirbst. Du bist ja nicht so die Beste, ne? Ich habe aber keine Waffen. Dankeschön. So, easy. So, also, du hast gerade gesagt, dass ich hier ein bisschen komisch bin, oder was? Ja. Kannst du vielleicht ein bisschen nachdenken und vielleicht selbst herausfinden, an was es liegt? Hä, woran soll das denn liegen? Was habe ich denn gemacht? Zeno, bitte. Du bist zwar echt ein nettes Mädchen und so, aber bitte stell dich doch nicht so dumm an, bitte. Was habe ich denn gemacht, Flex? Hä, ist doch alles gut. Und ich hab dich auch sehr, sehr vermisst, muss ich sagen. Du hast mich sehr, sehr vermisst. Ja, sogar sehr, 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 sehr vermisst. Ach so, stehst du nicht seit neuestem hier auf vögelartige Kreaturen, die so wie so ein schwarzer Rabe aussehen? Flex, was willst du jetzt damit meinen? Du bist doch mal kleiner süßer No-Skin. Die anderen interessieren mich gar nicht, Flex. Ich hab dich. Anderen interessieren dich gar nicht, du hast nur mich. Ey, gar kein Bock. Ich würde am liebsten jetzt einfach die Runde liefen, weißt du das? Nein! Flex, nein, bitte! Dann erklär mir bitte, was gestern mit dir los war. Was war mit dir los? Warum? Was war das für eine komische Runde, die wir da gezockt haben mit hier, mit diesem komischen Erpresservogel da? Hör mir mal zu. Flex, ich war ganz normal. Ah, ganz normal war's. Ich war ganz normal. Ja, ich war ganz normal, hä? Ganz normal, hä? Hä, ja. Flex. Wer bin ich? Komm, sag mir, wer bin ich? Ich bin ganz normal. Ja, ich bin ganz normal. Hör auf, Flex, red nicht so. Warum bist du jetzt auf einmal so komisch zu mir? Ey, es kann doch nicht sein, dass ich hier Detektiv spielen muss und sonst was spielen muss, um rauszufinden, was mit euch los ist. Und warum macht ihr das mir so schwer? Beziehungsweise, warum machst du mir das so schwer alles? Ich verstehe dich überhaupt gar nicht. Was habe ich denn wieder gemacht? Also, was habe ich denn jetzt gemacht, Flex? Wir haben gestern ganz normal gezockt, wie immer. Ganz normal. Ich verstehe dich nicht. Ey, ganz ehrlich, ich muss dir ehrlich sein, ich habe mit einem Kumpel schon über dich geredet, okay? Was? Psch, psch, psch. Dass wir hier was am Laufen haben, dies, das. Und man redet ja mit seinem besten Kumpel so, wenn man ein neues Mädchen kennengelernt hat, ist sie gut für dich, ist sie nicht gut für dich. Weißt du, was der gesagt hat? Was hat der denn gesagt, ha? Komm, sag's mir. Dass ich dich einfach vergessen sollte. Nein, 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 nein. Nein! Gib mir einen Grund, warum ich den Kontakt mit dir nicht abbrechen sollte. Flex, ist das dein Ernst? Wir haben so vieles erlebt und willst jetzt den Kontakt abbrechen wegen einer kleinen Sache? Ist das wirklich dein Ernst? Tu mir das bitte nicht an. Ey, ich check gar nichts mehr. Wegen einer kleinen Sache, sagst du? Wegen einer kleinen Sache? Ist das wirklich jetzt gerade dein Ernst? Nee, du übertreibst. Nein, 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 nein. Du gehst ein bisschen zu weit, Flex, ne? Merkst du das selber nicht? Ich geh zu weit? Ja, du gehst zu weit, Flex. Du übertreibst die Sache richtig. Ey, ich check gar nichts mehr. Ich übertreib richtig. Gestern
Weißt du nicht, was gestern passiert ist? Wir haben gestern ganz normal gezockt, Flex. Ganz normal. Gestern ist doch nichts passiert. Hä? Wir haben gestern ganz normal gezockt. Ey, ich glaube, du willst mich gerade komplett hops nehmen. Irgendwie war das alles mit dir gespielt. Ich habe keine Ahnung, ob du irgendwas noch überhaupt ernst meinst, weißt du? Ist das dein Ernst? Wie ist es mein Ernst? Es kommt mir so vor, als würdest du, keine Ahnung, das gar nicht irgendwie ernst meinen mit uns. Irgendwie... Doch, Flex, hey. Wir haben so vieles erlebt. Ich will dich nicht verlieren, Flex. Wenn ich dich verliere, dann... Ich kann dann ohne dich nicht. Ja, Flex. Ja, du kannst ohne mich nicht. Und was war das gestern? Gestern sah das aber nicht so aus, dass du irgendwie nicht ohne mich kannst. Gestern... Ich hab dich... Ey, ich kann gar nicht mehr reden. Hör zu. Gestern habe ich dir die Möglichkeit gegeben, dich zu entscheiden. Entweder er oder ich. Du, Flex, du! Was soll ich mit dem machen? Flex! Ich werde gezwungen, Flex. Was? Wie gezwungen? Ich musste so reagieren. Es tut mir leid. Wie? Du musstest so reagieren? Warum musstest du so reagieren? Wer hat es dir gesagt? Warum? Ich weiß nicht, wie ich das dir sagen soll, aber Flex... Du hast mir gesagt, dass diese Nummer fake ist. Aber trotzdem ist da jemand rangegangen. Wenn ich eins und eins zusammenzähle, ergibt das Ganze einfach keinen Sinn. Ich glaube, diese ganze Story mit mir und dir ist irgendwie von dir ausgedacht. Du erlaubst dir irgendwie einen Spaß. Das kann alles irgendwie nicht sein. Ist das gerade dein Ernst, Flex? Man merkt, dass du keinen Bock mehr auf mich hast. Ganz im Ernst. Du verletzt mich gerade sehr. Du merkst, dass ich gerade keinen Bock auf dich habe? Mir kommt es so vor, dass du keinen Bock auf mich hast. Warum so... Ist das dein Ernst? Ich sage hier, dass ich gezwungen werde, ja? Ja, aber dann hier ist doch alles gut. Okay, du wirst gezwungen, dann erklär mir wie und was. Du rückst nicht raus mit der Sprache. Du verstehst es nicht. Ich darf es einfach nicht sagen. Ich darf es nicht, sonst bin ich wirklich am Arsch, Flex. Ich kann es nicht sagen. Verstehst du das nicht? Aber was soll denn passieren? Hä? Das willst du dir aber nicht wissen, Flex. Versteh mich einfach, bitte. Okay? Lass einfach die Sache vergessen, bitte, okay? Ich soll die Sache vergessen? Ich will dich nicht verlieren. Warum checkst du das einfach nicht? Ich will dich einfach nicht verlieren. Ey, ich kann ohne dich nicht, okay? Ah, okay. Wenn ich dann hier mit einem anderen Mädchen hier ein bisschen flirte und so, sag ich zu dir, ja, vergiss das einfach. Das war einfach nur so. Ich kann nicht anders, weißt du? Du checkst es einfach nicht. Ich mach das ja nicht extra. Ich werd ja gezwungen. Ja. Ich hab einfach keinen Bock mehr. Ey. Ich finde immer noch, dass wir ein richtig gutes Dreamteam sind, aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich zu dieser ganzen Sache sagen soll, weißt du? Du sagst zu mir, du wirst erpresst, auf einmal war das aber ein Prank, dann so, ey, ich weiß langsam nicht mehr, wirklich, du musst mich verstehen, ich mein's ja nicht böse, ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll, weißt du? Ja, was ist los? Willst du, dass ich gehe? Wenn du sagst, dass ich gehen soll, dann gehe ich auch. Warum auf einmal sagst du jetzt, dass du gehen willst? Bin ich dir nicht mehr wichtig? Sag es mir. Soll ich bleiben oder soll ich gehen? Ah, ist es dir also nicht wichtig? Ist es dir so, du könntest jetzt eins also... Eins von beiden. Hallo, könntest du also jetzt entscheiden, ja, ich bleib oder ich gehe oder wie? Sag es mir, soll ich bleiben oder soll ich gehen oder willst du mich wirklich verlieren? Du weißt nicht mal, was ich alles erlebe, Flex. Komm mal hierher, bitte. Ich weiß es nicht mal. Komm mal hierher, bitte. Zeno. Flex, es tut mir leid. Was tut dir leid? Dein Prank. Hahaha. Zeno, entweder du sagst mir, was los ist, oder es gibt keine Liebesinsel mehr, es gibt kein Flexiboy, es gibt kein Zenosch, gar nichts mehr. Tu mir das bitte nicht an, Flex. Bitte tu mir das einfach nicht an. Lass einfach bitte die Sache vergessen, okay? Ich bitte dich, weil ich will dich nicht verlieren, wegen einer kleinen Sache, bitte, Flex. Wegen einer... Guck mal, du verstehst es immer noch nicht. Das ist keine kleine Sache. Das ist ganz und gar nicht eine kleine Sache. Was für kleine Sache? Du hast mich geprankt mit einer Erpressersache. Das ist ernst. Dann habe ich diesen Erpresser angerufen. Du sagtest mir immer noch, ja, das war eigentlich eine Fake-Nummer. Dann waren wir mit dem Erpresser gestern in der Runde und er hat dich angemacht und du hast das Ganze zugelassen? Wenn ich dir das jetzt alles sage, er wird, wenn er... Ich kann das einfach nicht sagen, nein, er wird... Ich kann das einfach nicht sagen, Flex! Zeno. Oh Mann, ich kann das nicht! Nein, Flex, nein! Nicht Zeno, ich kann es nicht sagen! Nein! Akzeptiere das einfach! Nein, ich kann es nicht sagen, okay? Ich kann es einfach nicht sagen! Bitte, zwing mich nicht, bitte!
Seno. Ich steh's einfach. Nein! Ey, Seno, kannst du jetzt bitte kurz ruhig sein? Irgendwie nervst du mich. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, ey, irgendwie, dass... Du gehst mir langsam auf die Nerven, weißt du das? Wenn du keinen Bock mehr auf mich hast, dann sag es doch einfach. Hä? Sag es mir einfach. Ich hab dich so lieb, ne? Das willst du nicht wissen, ich schwör. Ich wurde zerstört und konnte nicht bei dir sein. Das tut so weh. Wie, du wurdest zerstört? Was laberst du denn da? Ich hab nur dich, Flex. Ja, aber... Ich hab Angst. Soll ich ihn kurz anrufen? Wir klären das. Nein, 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 okay, warte. Wenn ich ihr das sage, dann... Flex, dann wird er mir das antun. Ich hab das Gefühl, du stellst mich auf die Probe. Irgendwas ist da faul. Ich komm nicht drauf klar. Du wirst angemacht. Du lässt es zu. Er betrügt dich. Irgendwie, du kannst dich nicht entscheiden. Bin ich als No-Skin dir nichts wert, irgendwie? Doch, Flex, du bist mein Ein und Alles. Hey, bitte, hör auf damit. Flex, ich hab dich so gerne. Du bist mein kleiner, süßer No-Skin. Du bist mein Flexi-Boy. Warum denkst du so etwas? Du bist was Wertvolles für mich, wirklich. Ja, aber ich bekomme irgendwie nicht das Gefühl, weißt du? Das Gefühl, dass... Flex, ich will... Flex, ich... Hör mir mal zu, gib mir eine letzte Chance, bitte, ich werde alles wieder gut machen, okay? Ich werde mein Bestes geben, ich werde um dich kämpfen, egal wie schwer es ist, okay? Ich werde alles dafür tun, wirklich, bitte. Ich will dich wirklich nicht verlieren. Bitte, Flex. Seno, ich weiß nicht, wem ich noch glauben kann und wem nicht. Es ist alles, du musst dich auch in meine Lage hineinversetzen, weißt du, wie ich meine? Nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Seno, bitte lass mich kurz diesen Fight zu Ende bringen und ich muss dich gleich was fragen, okay? Ich gebe dir noch eine Möglichkeit, dich zu entscheiden und dann will ich von dir aber eine Antwort, okay? Okay. Nein! Flex! Seno, wir sehen uns in der Lobby. Und du hast nur eine Möglichkeit, mir das zu beantworten, okay? Okay. Seno, bist du da? Ja, ich bin da. Hörst du mir zu? Ja. Ich stell dir jetzt eine Frage und du kannst auswählen, was du antwortest. Ich will aber eine klare Antwort. Okay. Entweder du sagst mir, was los ist, was mit dir los ist, oder du kannst mit dem Erpresser machen, was du willst. Hey, sorry. Nein.